Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute mal wieder ein Unpacking für euch. Und zwar habe ich, wie ihr sehen könnt, hier bei Avel bestellt. Und das ging mega super schnell. Ich hatte Donnerstagmorgen habe ich bestellt. Und am Freitagnachmittag hatte ich schon die Benachrichtigung, dass das Paket in der Packstation ist. Das heißt, wirklich innerhalb eines Tages, eigentlich wie immer, wollte ich gar nicht bestellen, beziehungsweise eigentlich was ganz anderes. Ich hatte bei Avel auf der Internetseite geschaut, ob sie den dritten Teil von Legend haben, weil ich unbedingt den haben möchte, weil ich ja wissen will, wie dieses Ganze ausgeht. Hatten sie nicht, aber einige andere Angebote, die mich dann sofort angesprochen haben. Und dann muss ich bestellen. So, wir packen das Ganze jetzt mal hier aus. Wir machen das mal auf. Hier. Das ist immer ein bisschen tricky, ne? So. Sie selber nicht zu verletzen. Da bin ich sehr gut drin. Jawohl, ja. Das hat hier nochmal ein Kleber. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut verpackt, ihr Lieben. Hier ist erstmal nur Papier. Das machen wir jetzt mal weg. Und dann zeige ich euch, was ich hier bestellt habe. Und zwar hatten sie solche Pakete im Angebot. Und davon habe ich mir zwei Stück bestellt, weil ich davon viel Gutes gehört hatte, beziehungsweise das haben wollte. Also hier einmal. Das erste Paket, das ich bestellt habe, war diese Losing It-Reihe von Cara Carmack. Und zwar, ich glaube, das ist der erste Teil Losing It, alles nicht so einfach. Finding It, alles ist leichter mit dir. Und Faking It, alles nur ein Spiel. Das ist ja New Adult, glaube ich, so in die Richtung. Und da habe ich schon einige diese Bücher in die Kamera halten sehen. Und das hörte sich richtig toll an. Die kosten normal 9,99 €. Und ich glaube, ich habe jetzt als Paket knapp 14 €, glaube ich, für alle zusammen bezahlt. Der Zustand ist, außer die bekannten Mängelexemplarstempel, wirklich sehr gut. Und ja, ich weiß nicht genau, worum es geht, aber wie gesagt, ich vermute, es ist so typisch New Adult und da freue ich mich drauf. Manchmal lese ich das ganz gerne und ich finde es ganz schön. Die sehen auch wirklich schön aus so, dass ich dann alle drei da habe und wenn sie gut sind, die einfach weglesen kann. Dann haben sie im Moment so einen Adventskalender und da hatten sie ein Nicolas Sparrow im Angebot. Mon Amour, eine Liebesgeschichte vom Piper Verlag. Das kostet ja normalerweise 8,99 €. Und sie hatten das jetzt in ihrem Adventskalender als Angebot für 2,50 € und das musste ich einfach mitnehmen. Klar, es ist auch wirklich nur ein sehr dünnes Büchlein mit 150 Seiten, knapp. Dafür hätte ich, ja, auch sonst hätte ich den Preis sehr, sehr teuer gefunden, weil es eben wirklich sehr, sehr wenig ist. Aber so für 2,50 € kann man das auf jeden Fall mitnehmen und da ist auch nichts dran, außer unten so Dacia und der Mängelexemplarstempel. Und dann eine Reihe, da habe ich den ersten Teil vor Urzeiten als E-Book gelesen, habe dann aber nie weitergemacht, weil ich irgendwie, ja, mir die Bücher dann nicht weiter besorgt habe. Und ja, ich wollte zwar weiterlesen, aber habe es nie gemacht. Und jetzt habe ich sie hier. Und zwar ist es Die Bestimmung von Veronica Roth. Das ist einmal der erste Teil, Die Bestimmung. Den habe ich zwar schon gelesen, aber natürlich, wenn man den auch im Regal stehen lassen, hat auch nichts außer unten diese Mängelexemplar-Ding und ein paar Ditcher. Sonst sieht der wirklich sehr gut aus. Sehr schön. Dann ist, glaube ich, der zweite, Tödliche Wahrheit, hier. Auch sehr schön, wie gesagt. Ich freue mich natürlich, die jetzt alle dazu haben zu lesen und dann auch alle zusammen im Regal stehen zu haben. Und die letzte Entscheidung, da bin ich ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil der hat, man sieht hier, der Schutzumschlag, so eine Macke. Naja, gut. Der dritte sieht jetzt ein bisschen mitgenommen aus. Aber gut,
für das Geld. Ich glaube, da habe ich auch knapp 14 Euro für alle. Oder zwar, ich weiß gar nicht genau, aber es war wirklich auch mehr wie die Hälfte günstiger als neu. Und jetzt habe ich sie alle da. Und dann ist es ja bei Avel so, wenn man bis zu einem bestimmten Preis bestellt, oder dann darf man sich auch ein Buch aussuchen. Und ich habe gewählt Schön und Sinnvoll aus Alt mach stylisch. Das finde ich tatsächlich mal ein Buch, das ich auch interessant finde, weil oft bekommt man ja da immer so Bücher dazu, mit denen man gar nichts anfangen kann, die dann nur rumliegen. Aber ich bastle ja ganz gerne und da finde ich die Idee gar nicht schlecht und bin mal gespannt. Das ist ja schon mal für so Bücherrollen ganz cool, ne? Mit so ganz alten Büchern, die man jetzt nicht mehr liest. Mal schauen, da gibt es ja, verschiedene Anleitungen. Da werde ich mich mal durchwursteln, ob ich da was finde. Aber sieht auf den ersten Blick, auch hier so mit Holz, richtig cool aus. Ja, das war meine Avel-Bestellung. Ich kann jetzt noch mal schauen. Nee, die Preise stehen hier leider nicht dabei. Aber wie gesagt, zwei Pakete. Also insgesamt waren es jetzt 8 Bücher dann. Ich freue mich schon sehr auf die Bücher. Vor allem gerade im Moment total auf Losing It, weil ich richtig, richtig Lust habe, mal wieder solch eine Geschichte zu lesen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, tschüss.